die Geschichte ist so klein, so kompakt und auch so geschrieben wie ein Libretto. Nur eigentlich kaum Dialoge, nur Action. Und das ist ja natürlich das, was wir brauchen. Ich glaube allgemein, wie ich an die Vorstellung hereingehe, ist eine ziemlich klassische. Es ist ein Theater im Theater, also wir machen tatsächlich ein sehr theatralisches Stück im Theater. Also es ist eine sehr fast klassische Form. My role is Maria. She's a rich spoiled girl. And she's 17 years old and she's all about romantic books, romantic stories, and she wants to be loved and she wants to experience these feelings, like strong feelings of love. And that's why she's ready to run away with Vladimir. I think her movements and everything tells about her feelings and characters, and he tried to show that if she doesn't like something, you will see it through movement. I think Andre wants everything to be able to be understood clearly, because of course it's important, it's a narrative ballet, so it's important that everybody understands what's going on, and it's not necessarily maybe to do anything so complicated. There are gestures that everybody from small children understand what that means, even if it's just a silhouette or just a tiny, tiny gesture. I think it's like symbols, you know? He uses almost like symbols, the body as a way to express these symbols, that everybody understands exactly what he means and exactly what the character's going through. Wir haben die Gruppe um unsere Solisten herum, um unsere Protagonisten. Und ich mag die Gruppe sehr als ein Teil, der zwischen den Rollen und Zuschauern steht. Also es sind Leute, die versuchen den Solisten den Raum zu bauen, dass die Solisten wirklich in der Geschichte sind und daran glauben. Und gleichzeitig um das, rundherum zu bauen, müssen die quasi von außen kommen. Und da entsteht die Verbindung zu den Zuschauern. Ich würde grundsätzlich beschreiben, dass der Schneesturm ein sehr buntes Werk ist. Es ist ein sehr vielseitiges Werk von den Mitteln, die ich einsetze. Zum Teil schreibe ich sehr klassische, fast Leitmotive, also bestimmte, zum Beispiel der Hauptcharakter, der Mann, hat ein bestimmtes Instrument, das ihm zugeordnet ist, nämlich das Bandoneon, auch ein sehr orchesteruntypisches Instrument eigentlich. Und auf der anderen Seite verwende ich zum Beispiel auch eine Klangsprache, die wir eher aus der Filmmusik kennen. Es gibt einen Albtraum, der sehr thrillerartig klingt. Und was auch sehr speziell ist jetzt bei dieser Produktion für eine Ballettmusik, ist die Kombination von einem Live-Orchester und von Ton, also Sound-Effekten. In unserem Fall ist es so, dass ich natürlich, dass es natürlich eine sehr rhythmische Musik ist. Es gibt eigentlich fast immer ein Metrum, das man spürt. Aber ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, damit auch zu spielen, also da sehr viele verschiedene Varianten zu machen. Mir geht es sehr viel um die Bewegung und dass der Stoff, die Stoffauswahl, dass die Stoffe mitschwingen, dass sich auch die Stoffe bewegen, dass eben das Kleid die sicherlich unglaublich energiegeladene Choreografie des André nochmal unterstreichen.
Und es geht eben um starke Farben, um auch starke Muster dann im zweiten Akt. Das heißt, es ist dieses Ästhetische, ist mir immer sehr wichtig, dass diese Farbtöne und Farbnuancen, dass die alle dann ja, entweder sehr aggressiv oder sehr harmonisch, aber auf jeden Fall doch irgendwie eine Message haben und zusammenpassen. Schneesturm ist so ein Wetterereignis, der nicht einfach so aus Nichts rauskommt, sondern es hat logische Schritte, wieso jetzt zum Schneesturm kommt. Und es sind wir, die irgendwie so klein sind, dass wir uns da drin verlieren.